Guten Morgen, schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dich mal mit in meinen Alltag nehmen, will ich dir mal zeigen, wie so ein, ich sag mal, ganz normaler 0815-Tag bei mir aussieht. Also was ich alles tue auf dem Weg zum Erfolg, sei es jetzt mehr Erfolg mit Frauen oder sei es jetzt Erfolg in vielen Prozessen. Und dann nehme ich dich einfach mal mit, heute mit der Kamera begleitest du mich und ich zeige dir mal, wie so ein ganz normaler Tag in der Woche bei mir aussieht. Wir haben jetzt 7 Uhr und 7 Uhr ist immer meine Aufstehzeit. Ich gehe um 12 Uhr schlafen und um 7 Uhr klingelt mein Wecker. Und das ist eine Sache, die ich dir empfehlen kann, auch also gerade wenn du auch selbstständig bist, wenn du Student bist oder so, sorg dafür, dass du trotzdem einen geregelten Schlafablauf hast. Weil dieser geregelte Schlafablauf, der bringt eine ganze Menge Struktur in deinen Alltag und hilft dir einfach bei ganz, ganz vielen Dingen. Also, wenn du auf Dauer, gerade in der Selbstständigkeit, habe ich das gemerkt, ich habe ganz lange, bin ich einfach dann aufgestanden, weil ich Bock hatte, weil das kannst du ja auch theoretisch, aber das ist halt blöd, weil irgendwie, dann fehlt dir Struktur und du musst das Ganze auch teilweise so angehen, als hättest du einen richtigen Job, so ist es ja auch beim Studieren. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, den richtig strukturierten Tag zu machen und auch zur gleichen Zeit aufzustehen, dann ist auch dein Schlaf besser. Und wenn dein Schlaf besser ist, dann ist auch vieles vom restlichen Tag besser. So, bevor jetzt irgendwas anderes passiert, also ich war noch nicht an meinem Handy und so weiter, bevor irgendwas anderes passiert, gibt es jetzt 20 Minuten Meditation. Ja? Und das werde ich für dich nicht mitfilmen, weil das ist jetzt nicht super spannend. 20 Minuten Meditation und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, nach der 20-minütigen Meditation, also mit der Verbeugung, das ist so ein kleiner Moment, wo ich Dankbarkeit ausdrücke für den heutigen Tag, also dass ich die Möglichkeit habe, den heutigen Tag zu erleben. Ich habe mal morgens direkt nach dem Aufstehen 20 Minuten spazieren, 60 Minuten meditieren und kalt duschen 5 Minuten lang. Und das alles, bevor ich gegessen habe. Ich habe jetzt auch super Hunger, ich freue mich gleich aufs Frühstück. Ich mache das deswegen, weil ich gemerkt habe, sonst habe ich dazu tendiert, morgens zum Beispiel die erste Handlung direkt irgendwie am Handy rumzuscrollen und ich dachte mir so, oh, das ist ein scheiß Anfang des Tages, weil dann fällt man manchmal auch in so einen blöden Rhythmus und deswegen beginne ich gerne den Morgen mit etwas, was Disziplin erfordert, weil ich mache das halt vor dem Frühstück und das letzte Essen war jetzt gestern Abend um 6 und ich habe wirklich Hunger, also es erfordert Disziplin, die 20 Minuten aufmerksam zu bleiben. Und zu meditieren, das ist nicht so krass wie im Meditationscamp, wo wir halt wirklich um 6 Uhr abends das letzte Mal gegessen haben, so Äpfel und Bananen und dann um 4 Uhr morgens aufstehen mussten und bevor wir gefrühstückt haben, haben wir 2 Stunden durchmeditiert. Das war mega die Herausforderung, Thema Disziplin. Jetzt geht es gleich auch los mit dem Tracking, also ich habe dir erzählt, dass ich viele Schlüsselwerte in meinem Leben immer regelmäßig tracke, also aufschreibe. Das erste, was ich gleich machen werde, ist wiegen. Und dann nehme ich dich mit rüber in die Küche und dann wird gefrühstückt. So, Frühstück. Das kann ganz verschieden aussehen. Also manchmal, ein Frühstück, das ich gerne habe, ist zum Beispiel Avocados. Also ich mache mir dann einfach Vollkornbrot mit Avocados als Brotaufstrich und dazu dann, lass mich lügen, Tomaten, genau, obendrauf. Das kann so ein Frühstück sein. Ich habe aber auch noch Mangos rumliegen, die ich relativ bald essen muss. Das heißt, da werde ich heute auf jeden Fall noch eine von essen. Ansonsten ist mein Standardfrühstück, was ich wirklich fast jeden Tag esse, oder sehr, sehr oft, ist ein bisschen griechischer Joghurt. Ja, so 2% Fett, also so ein ganz fettarmer, weil die fettigen finde ich irgendwie widerlich. Ich wiege das nochmal alles ab hier, also ich tracke auch hier Essen, immer so 150 Gramm davon. Kommen gar keine 150 Gramm mehr raus. 150 Gramm davon. Dann ein Stück Zartbitterschokolade, das sind 85%ige Schokolade. Kannst du auch heftigere nehmen, das Geile an Zartbitterschokolade ist halt, das ist sehr gesund für dein Gehirn und auch für dein Herz-Kreislauf-System. So ein Stück am Tag senkt auch deinen Blutzucker. Quatsch, nicht Blutzucker. Dein Blutdruck. Genau, also das ist eine sehr gute Sache. Gerade wenn du so ein bisschen was Süßes haben willst, aber was Gutes Süßes, dann ist Bitterschokolade super.
Die nächste Zutat sind Leinsamen, ungefähr, keine Ahnung, 10 Gramm. 10 Gramm Leinsamen und dann kommen Haferflocken. Ich habe mir so Vollkorn-Haferflocken gekauft von Teegut, die sind mega gut. Da ungefähr 60 Gramm von. Und dann ist es eigentlich ein Frühstück, was mir relativ viel Energie gibt. Weil ich jetzt gleich ins Training gehe, werde ich noch eine Banane dazu packen. Mache ich normalerweise nicht, aber ich kriege gerade Bock drauf. Die schneide ich dann noch mit rein. Und dann nehme ich noch gleich die Ergänzungsmittel, die ich momentan nehme. Also ich nehme immer 2 Tabletten OPC, das ist so Traubenkernextrakt. Und eine Tablette Heilerde, weil ich momentan so eine Darmsanierung mache. Also ich habe immer im Sommer so ein bisschen Allergie. Und ein Kumpel von mir, der also Ernährungsberater ist, meinte, das kann nicht helfen, wenn du Darmsanierung machst. Und deswegen mache ich das momentan. Und dann gibt es gleich noch, das hier sind Flohsamenschalen. Die sind auch ein Thema Darmsanierung. Also die reinigen auch den Darm, davon jeden Morgen 10 Gramm. Und das ist, also am Anfang war das das ekligste Zeug der Welt, weil das sind halt so wirklich so Schalen, so Samen. Und die gehen dann so in dem Wasser auf und das ganze Wasser ist dann voll von diesen Samen. Und das zu essen ist echt eine Herausforderung, zumindest war es anfänglich. Mittlerweile geht's. Da hole ich mir mal 10 Gramm morgens und 10 Gramm abends von. Ne? Und hier halt jetzt Frühstück. Ich schau mal, jetzt ist hier halt so Banane, Schokolade, Haferflocken und Leinsamen und halt der griechische Joghurt. Und einfach schon Energiefrühstück, sage ich mal, mit ein bisschen Power, so weil ich halt gleich ins Training gehen will. Dahin werde ich dich, oder vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, warum tracke ich diese ganzen Sachen, also warum tracke ich zum Beispiel, warum wiege ich alles ab, warum wiege ich mich auch jeden Tag. Es war so, dass ich früher, das ist schon ein bisschen her, war ich ziemlich dick und dann habe ich halt angefangen, das Ganze, also habe ich angefangen abzunehmen und bin das Ganze halt auch relativ strukturiert dann irgendwann angegangen und ich achte da immer noch drauf, muss ich sagen, also ich achte immer noch so auf mein Gewicht, auf das, was ich esse, auf die Menge, an die ich esse täglich, dass ich jetzt nicht übermäßig viel esse, manchmal esse ich auch viel. Manchmal esse ich auch mehr, aber wenn ich das tracke, habe ich immer einen groben Überblick und das kann ich nur jedem empfehlen, der auf sein Gewicht achten will oder muss. Dass du Sachen trackst, dass du dir aufschreibst, dass du wiegst, wie viel du isst und dass du dir aufschreibst. Und dann kriegst du erstmal ein Gefühl dafür, was du alles am Tag isst und dass du dich regelmäßig wiegst, damit du halt siehst, wie dein Gewicht sich entwickelt. Ich frühstücke jetzt und dann geht's ins Training. Da nehme ich dich nicht mit hin, weil ich keinen Bock habe, den Leuten im Fitnesscenter mit der Kamera auf den Sack zu gehen. Aber ich denke, Training ist jetzt auch selbsterklärend. Also bin so jeden zweiten bis dritten Tag im Training. Die Tage, wo ich nicht im Training bin, laufe ich meistens abends, genau, und mache immer so einen Mix im Training aus Cardio zum Aufwärmen, also so ein Hit-Cardio-Ding, wo ich Intervalllaufen meistens mache und dann viel Calisthenics-Sachen, also viel Eigenkörpergewicht-Sachen. Geht gleich ins Training und danach geht es ein bisschen an die Arbeit und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich aus dem Training zurück bin. So, wir haben jetzt 10.20 Uhr, ich musste im Fitnesscenter mal meinen Schrank suchen und habe meinen Schrank nicht aufbekommen. Das hat ein bisschen extra Zeit gekostet. Jetzt war ich halt im Fitnesscenter vor 1,5 Stunden ungefähr, war duschen, habe mir auch tatsächlich mal wieder einen Eiweißshake gemacht. Also eigentlich bin ich momentan eher so ein bisschen vegetarischer unterwegs. Ich hatte aber noch Milch, die wollte ich noch aufbrauchen. Und deswegen habe ich mir den hier an dieser Stelle gemacht. Und jetzt geht es gleich ans Arbeiten. Also hier ist mein Workspace. Also mein Laptop, also mein Bildschirm, und da schließe ich gleich meinen Laptop an. Das ist mein Workspace hier. Da ist das Bild, das kennt ihr ja aus den Videos, da wo immer die Videos gemacht werden. Wenn ich morgens nicht im Fitnesscenter bin, dann hätte ich theoretisch schon angefangen zu arbeiten. In diesem Fall fange ich jetzt an zu arbeiten, vielleicht so bis 12, kurz nach 12, also so 1,5 Stunden. Und dann geht es in die Stadt, weil ich da noch was besorgen muss für ein zukünftiges Projekt, was ich starte. Und dann treffe ich noch eine Freundin von mir und wir drehen zusammen Videos. Das heißt, ich drehe dann Videos für nächsten Donnerstag.
Heute Abend habe ich noch ein Date. Ich werde das Date auch fragen, ob ich filmen kann, so ein bisschen nebenbei. Also ich finde das einfach korrekt, wenn ich ein Date habe, sie auch zu fragen, hey, ist es cool, und nicht einen auf versteckte Kamera zu machen. Das ist nicht so mein Stil. Und dann, ja, ich muss hier noch ein bisschen aufräumen für das Date auf jeden Fall und werde jetzt gleich mich an die Arbeit machen. Ich zeige euch mal ein paar coole Gadgets, die ich so habe. Also ich habe diese Brille hier, das ist so eine, die dimmt das Blaulicht raus. Und das ist geil, weil wenn du das abends, also erstmal sieht alles ziemlich hell und fröhlich dadurch aus, aber wenn du die abends aufsetzt, also wenn du abends noch arbeitest zum Beispiel, oder du gehst irgendwie in irgendeinen Raum mit hellem Licht, dann zerstört dieses Licht deine Schlafrezeptoren und du schläfst halt schlechter. Und ich will halt optimalen Schlaf haben. Also ich bin so ein Typ, der, also ich find's geil, so Sachen zu optimieren, Prozesse zu optimieren und zu gucken, wie kann man die Sachen noch besser und effektiver machen. Und das blockt halt das Blaulicht raus, und dann wird das Schlafhormon nicht angegriffen von dem Licht in deinem Zimmer oder zum Beispiel von dem Licht des Bildschirms. Des Weiteren habe ich diese Lärmschutzkopfhörer, weil ich hier an so einer Hauptverkehrsstraße wohne und ich das manchmal einfach genieße, wenn komplette Ruhe ist, wenn ich hier am Arbeiten bin. Und das kann manchmal so aussehen, dass ich dann mit diesen beiden Dingen hier abends rumsitze und arbeite. Ich kriege jetzt bald noch so In-Ear-Plug-Dinger, die heißen Knobs, die werden gerade von so einer Startup-Firma hergestellt. Die kann man sich einfach so ins Ohr stecken, das sind so kleine Teile, und dann kannst du regulieren, wie laut alles ist. Und es ist halt super geil, wenn du die Lautstärke ein bisschen regulieren kannst, gerade hier in der Großstadt, weil sonst kann das extrem, das kann auch Stress verursachen, das kann dir auch voll auf den Sack gehen. Deswegen, das sind so meine Gadgets für abends arbeiten. Die brauche ich jetzt nicht, aber jetzt geht es auf jeden Fall los mit der Arbeit bezüglich des neuen Projekts, weswegen ich auch gleich noch in den IKEA muss. Da tease ich euch da gleich ein bisschen an und erzähle euch gleich ein bisschen mehr darüber. Wenn wir uns dann auf den Weg zum IKEA machen, dann nehme ich euch auch mit. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht. So, jetzt habe ich bis jetzt ein bisschen gearbeitet, beziehungsweise auch kurz Pause gemacht. Und jetzt geht's zu IKEA, da muss ich noch ein paar Dinge besorgen, wie gesagt, für mein neues Projekt. Das teaser ich euch gleich ein bisschen an. Ich nehme euch jetzt mit zu IKEA und dann sehen wir uns gleich wieder in IKEA. Ich gebe es ja zu, wir sind nur zu IKEA gegangen, um Getränke einzukaufen. Was ist denn das da? Hafer-Smoothie. Wir sind jetzt bei IKEA, jetzt muss ich das Ding wieder umdrehen. So, das weißt du ja gar nicht, aber heute ist mein erster Tag, wo ich mich mit so einer Kamera filme. Ich bin hier mit dem wohl am besten geeigneten IKEA-Shopping-Helfer-Person, gut gesagt, Tim, die man mitnehmen kann. Und jetzt will ich nämlich eigentlich ein Bild besorgen für ein neues Projekt, was ich vorhabe. Und natürlich brauchen wir vorher noch, was haben wir jetzt geholt? Ein Apfel-Hafer-Smoothie. Ein Apfel-Hafer-Smoothie. Wir geben gleich Feedback. Sehr gut, wir geben gleich Feedback. Hast du gehört? So, jetzt muss ich natürlich erstmal erklären, was wir überhaupt suchen. Und zwar suchen wir diesen Ball. Jetzt haben wir ihn gefunden und können wieder gehen. Oh mein Gott. Fang ihn doch. Du kannst dich werfen. Kannst du ihn nicht fangen? Kannst du dich werfen? Jetzt fällt er da ganz runter. Ist ja jetzt echt peinlich. Ist ganz schön peinlich, mit diesem Mädel unterwegs zu sein. Scheiße. Sehr gut gefangen. Ja. Ja, die Leute fangen jetzt ziemlich gut. Naja, auf jeden Fall, warum wir eigentlich hier sind, darum ging es ja jetzt. Also, ich möchte ein Bild kaufen. Ihr kennt ja alle meinen... Ich muss gucken, du bist so klein, ich muss gucken, ob ich überhaupt drauf kriege. Ihr kennt ja alle mein Bild, vor dem ich immer filme. Und heute geht es halt darum, ich muss mal zoomen, dass ich für ein neues Projekt ein neues Bild brauche. Und zwar werde ich jetzt auch, und das weißt du ja auch noch nicht, werde ich jetzt auch im Frauendating-Markt tätig sein. Oh Gott, oh Gott. Und werde auch einen Frauendating-Channel machen. Oh Gott, sagt sie schon, weil sie sich so freut auf die Tipps. Sagt oh ja. Sie. Natürlich. Und da möchte ich natürlich ein etwas weiblicheres Bild für haben. Das London-Bild ist schön, aber es ist eher für euch Männer. Und da will ich ein weiblicheres Bild mit vielleicht Blumen oder irgendetwas. Oder ein Bild von mir. Und ein Bild von dir. Ja, das würde gar nicht komisch sein. Aber eine großartige Idee. Also ihr seht schon, warum ich sie mitgenommen habe. Sie ist halt so ein Bündel von fröhlicher Energie. Und das ist halt immer gut dabei zu haben, wenn man in so einem traurigen Laden wie IKEA ist. Deswegen, wenn wir gleich bei den Bildern sind, dann bin ich wieder da. Also, wie ist das jetzt? Ist das ein Apfel-Hafer-Smoothie. Ja, ist der gut? Das schmeckt nicht gut. Okay, das schmeckt nicht gut, gut. Also bei IKEA... Also Leute, falls ihr den seht, kauft ihn nicht. Bei IKEA keine Apfel-Hafer-Smoothies. Kein Apfel-Hafer-Smoothie. Gut, ist notiert. Ganz schön cheap. So, Bilder. Was? Wie wär's mit diesem riesigen Leuchtturm?
Also keine Ahnung, es gibt diese günstigen Bilder doch eigentlich von denen. Also weißt du, so, ich drehe das wieder um, dann habt ihr eine persönliche Verbindung zu uns. Das ist ja viel schöner, ne? Denke ich mir. Also es gibt halt diese großen Bilder, aber ich weiß gar nicht, wo die sind. Die haben auch eigentlich nicht so viel Geld gekostet. Ich will kein Bild für 1000 Euro. Die da. So, aber ich will auch kein Bild, wo Berlin drauf ist, weil das wäre ein bisschen lame. Hier, sowas in der Art habe ich. Das ist toll, oder? Ja, das mögen die Frauen. Gefällt dir als Frau, ne? Sowas komplett Leeres, ne? Das könnte ja kreativ sein. Ah, das ist toll, siehst du? Ich habe mal an sowas gedacht. Sowas, aber in groß halt. Nein. Blumen. Magst du keine Blumen? Sind Blumen nicht sehr weiblich? Schönes Bild. Hä, wo sind denn diese ganzen kleinen Bilder? Also, ich habe ja gerade ein Zeitupdate gegeben, aber es ist jetzt 2:15. Arbeiten war ja vorhin, 2:15 ist jetzt. Jetzt sind wir hier bei IKEA. Dann drehen wir gleich Videos, ne? Ja. Ja, sehr gute Antwort. Und nachher ist ja noch das Date. Und dann koche ich Curry. Er kocht immer. Ich koche immer. Nicht immer. Ich habe die Tage eine Türkin getroffen, gestern. Die sah gar nicht aus wie Türkin, die war super, super hot. Und, das gibt's doch nicht, sie haben diese Bilder nicht mehr. Und diese Türkin war super, super heiß und, super heiß. Ich freue mich schon voll, die zu sehen. Ich hab immer so eine falsche Voreinstellung gegen Türkin gehabt, auch gegen Asiatinnen, aber dann habe ich Jung kennengelernt. Und seitdem liebe ich die Asiaten, das sind die tollsten. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal weitersuchen hier. Schaut mal, was es hier gibt. Die gute alte IKEA-Hängebrücke. Das war früher mal ein ganz großes Bild, das tatsächlich 99 Euro gekostet hat. Es kostet jetzt 24 Euro. Ist jetzt nicht so besonders weiblich, aber ich finde es mega geil. Ich liebe diese Hängebrücke. 1A. So, wie viel passt denn da drauf? Ganz realistisch gesehen. Ungefähr so viel meines Körpers, richtig? Ja. Wie sieht das aus? Kannst du mal drehen? Kann ich mal näher kommen? Man sieht ja gar nichts auf dem Bild. Naja. Das Ding ist einfach, ich stehe ja auch noch hier. Und dann ist das Bild quasi einfach nur weiß. Also. Ach Mensch. Nein, das ist nicht gut. Das taugt mir irgendwie nicht. So, das taugt hier alles nicht. Das ist alles scheiße. Außer dieses Bild mit der Frau. Das ist ganz gut. Aber es ist zu klein. Ne? Ja. Ich hatte zwar die perfekte Beratung dabei, aber. Es taugt halt alles nicht. Naja, wir schauen mal weiter und ich update dich, wenn es was Neues gibt. So, wir sind wieder zurück aus IKEA. Ich habe meinen letzten Erdbeerlutscher verschenkt. Sag mal, den hatte ich nämlich letztens auf einem Date. Mein Date wollte unbedingt Apfellutscher von Chupa Chups und ich habe diese Lutscher besorgt, weil ich ein ganz süßer Typ bin. Wie die Lutscher halt. Und wir haben leider kein Bild gefunden, aber wir arbeiten jetzt noch ein bisschen. Denn wir gehen gleich noch ein bisschen raus, Videos drehen auf jeden Fall, wahrscheinlich in den Park. Das wird dann das Video, was ihr Donnerstag von mir bekommt, da könnt ihr schon gespannt sein. Diesen Donnerstag habe ich ein geiles Video für euch, das ihr aber schon gesehen habt, weil dieses Video ja Samstag kommt. Deswegen vergesst einfach, was ich alles gesagt habe. Auf jeden Fall arbeiten wir jetzt noch ein bisschen und dann geht es gleich raus zum Videos drehen, aber natürlich nehme ich euch da auch mit. Ach Mensch, jetzt wollte ich hier WG-Videos machen. Das ist meine WG. Oh nein. Hi. Das ist Fabian. Naja, also eigentlich wollten wir rausgehen und filmen, aber ist das Immergrün? Immergrün ist Immergrün, ne? Das ist voll gut bei Immergrün. Das ist voll gut bei Immergrün. Eigentlich wollten wir rausgehen und filmen im Friedrichspark, aber ich bin echt müde gewesen. Ich habe mittags immer so ein Energy-Tief und deswegen habe ich kurz geschlafen. Die liebe Jung arbeitet da am PC. Sag mal Hallo. Hi. Ist immer noch so süß wie vorher. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach am klassischen Set hinter mir, ja, da seht ihr mal die Hinterperspektive, werde ich jetzt am klassischen Set mal ein Video drehen. Wir haben es jetzt gerade nur zu eurer Orientation, 4:50. Wir drehen jetzt noch ein Video, du musst dann noch kurz da. Und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten, beziehungsweise mich aufs Date vorbereiten. Die kommt dann um 19.30 Uhr. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich euch da auch mitnehmen kann. Ich frage sie einfach mal, wie cool das mit dir ist und so. Ich denke mal, das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann sehen wir uns beim Date oder spätestens dann heute Abend mit so den Abendroutine-Sachen, die ich euch dann nochmal zeige. Ja, das kennst du jetzt, ne? Das ist nämlich die klassische Ansicht, die du immer siehst, wenn ich irgendwelche Videos mache.
Jetzt muss ich mir aber nochmal kurz überlegen, ich hatte schon eine generelle Idee für das Videothema. Jetzt überlege ich aber nochmal fix. Hier ist wieder die tolle Brille, die ich dir vorhin schon mal gezeigt habe, die ganz toll das blaue Licht rausfiltert. Jetzt drehe ich Video, dann sehen wir uns später wieder. Und ich muss sagen, ich war ja nicht ganz sicher, und jetzt macht ein Junge irgendwelche Fotos oder Videos von mir. Shame on you. Ich war nicht ganz sicher, aber mir gefällt tatsächlich dieses Vlog-Format. Also mir macht es irgendwie Spaß, sinnlos in die Kamera zu labern. Und labern ist ja sowieso jetzt nicht gerade meine Schwäche. Und von daher ist das eigentlich ganz cool. Und jetzt drehe ich erstmal ein Video und dann sehen wir uns später wieder. So, hi ihr Lieben. Wir sind bei Bewirb dich bei Tim. Hey, Lutscher. Danke für den Lutscher. Also wenn ihr auch ein Date mit Tim haben wollt, dann könnt ihr euch hier unten im Link bewerben. Nein. Das ist meine Story. Das stimmt, perfekt. Also wenn ihr noch weiter Tims Story hören wollt, hier unten ist sein Kanal, schaut unbedingt vorbei, und sein neues Buch, Amazon Bestseller. Erzähl mal was kurz davon. Was kann man zu einem Amazon Bestseller noch sagen? Ja. Das ist halt das bestverkaufste Buch auf ganz Amazon. Ne? Also wenn man was geht's denn da? Wie ist der Titel? Erzähl. Die Zeus-Methode, deine echte Männlichkeit, ist also auch was für dich. Ah, perfekt, ne? Ich kauf's mir gleich. Du bist ja eine sehr weibliche Person, ja. Möchtest du sich auch mal deine männliche Seite stärken? Absolut. Das dachte ich mir. Muss balanciert werden. Das, genau. Mhm. Ne? Waage bin ich ja auch vom Sternzeichen, sagt man. Ne? Ah. Was bist du? Stier. Oh, ja, sehr männlich, würde ich sagen. Doch nicht? Doch, nein. Amazon Bestseller, da muss ich unbedingt lesen. Amazon, genau, also ja. einfach ein Prozess, den ich dir mitgebe, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Männlichkeit stärken kannst. Und ich denke, gerade du als sehr weibliche Frau kannst mir zustimmen, wenn ich sage, ein Mann, der wirklich männlich wirkt, ist sehr anziehend. Absolut. Ne? Der weiß, was er will. Absolut, der weiß, Straight. Was er will. Der einfach, ich sag mal so, das sagt man auch immer so, fest im Leben steht mit beiden Beinen. Ja. Ist einfach sehr anziehend. Wie du dahin kommst, zeige ich dir im Buch Schritt für Schritt, einen Schritt-für-Schritt-Plan, dem du einfach nur folgen musst. Einfacher kann ich es dir nicht mehr machen. Perfekt. Also wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben möchtest, dann bestell dir das Buch. Genau. Danke, Tim. Bitte, Jungs. Danke dir. Danke, dass ich hier sein konnte. Jetzt habe ich Ciao. Spaß. Spaß mit Brille. Yay! Yay, Brille. Und warte mal, was? Kleine Kinder, die rappen. Ja, ich rappe und bin ein kleines Kind, ich rappe. Jo. So, jetzt haben wir Spaß. Ja. Und jetzt haben alle Leute abonniert. Habt ihr jetzt abonniert? Habt ihr abonniert? Immer noch nicht? Mann, und jetzt? Alles? Und jetzt? Aber jetzt. Habt ihr jetzt abonniert? Habt ihr? Das immer noch nicht? Das werde ich in das Samstag-Video reinschneiden. Habt ihr abonniert? Habt ihr jetzt, habt ihr das jetzt abonniert? Habt ihr schon einen Lutscher besorgt euch? Habt ihr den jetzt, ne? Und jetzt? Ja. Abonnieren! Jetzt! Sagt doch Manuel. So, den Jungen ist jetzt auch weg. Jetzt habe ich die letzten Vorbereitungen getroffen. Ich muss nur noch den Müllsack da hinter mir rausbringen, den da auf meinem Sofa. Und dann kommt gleich mein Date. Normalerweise ist das so, also wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel kein Date habe, wenn ich abends kein Date habe, dann wäre ich jetzt eigentlich unterwegs und würde Frauen ansprechen, um dann halt wieder ein Date zu haben. Also entweder habe ich ein Date oder ich quatsche Frauen an. Also meistens so zu diesem Zeitpunkt, meistens so ist es ja jetzt 19 Uhr rum, meistens fahre ich dann so um 18 Uhr in die Stadt, gehe ein bisschen Frauen ansprechen, außer ich habe wie in diesem Fall jetzt ein Date, dann bin ich natürlich hier in meiner Wohnung und nehme dann auch... Ja, das Date war. Und wir sehen uns gleich entweder auf dem Date, wenn sie cool damit ist, dass ich filme, oder nachher bei den Abendroutinen. So, jetzt melde ich mich noch mal kurz hier bei dir. Mein Date ist gerade nach Hause gegangen und jetzt haben wir es 11:30. Also sie wollte nicht so gerne mit dem Filmen und dann habe ich das auch an der Stelle gelassen. Das ist jetzt wie gesagt 11:30. Und um 12 gehe ich pennen, um dann bis 7, so 7 Stunden Schlaf zu haben. Das ist so mein Schlaf, den ich jetzt brauche. Was jetzt noch passieren wird, ist, wie heute Morgen, werde ich jetzt noch 20 Minuten meditieren. Das wird schon ein bisschen knapp von der Zeit her. Dann, 20 Minuten Meditation. Hast du heute gesehen, was so alles passiert ist hier an diesem Tag heute? Ich schreibe noch ein paar von den Tracking-Sachen auf. Das bedeutet, ich schreibe auf, wie viel habe ich heute eingenommen bzw. ausgegeben an Geld, also an monetärem. Und dann tracke ich auch immer noch am Ende des Tages meine Schritte, 10.000 Schritte am Tag. Also 10.000 Schritte am Tag ist eine sehr gesunde Zahl, mit der man gut arbeiten kann. Und dann kann es halt auch manchmal vorkommen, dass wenn ich abends nicht 10.000 Schritte habe, ich einfach nochmal spazieren gehe. Außer es jetzt, wie jetzt so ungefähr vor 12, dann gehe ich meinem Schlafrhythmus zuliebe dann doch schon pennen. Und das war so ein, ich sag mal,
klassischer Tag mit mir, würde ich gar nicht unbedingt sagen, der war nicht so super klassisch, aber ungefähr so sieht das aus. Das heißt, morgens stehe ich auf, mache mir dann meinen Kram, also stehe ich um 7 auf, gehe dann meditieren, mache mir meinen Frühstückskram, bin dann entweder beim Sport, manchmal auch abends beim Sport oder ich arbeite direkt. Dann mittags habe ich meistens tatsächlich so ein bisschen so eine Hangover-Phase, wo ich nicht so fit bin. Da kann es auch mal sein, dass ich eine halbe Stunde mal zocke oder mal einen Film schaue. Dann arbeite ich später Nachmittag weiter. Abends gehe ich dann oft raus, Frauen ansprechen oder habe halt ein Date und arbeite danach noch ein bisschen. Zum Beispiel, ich arbeite sehr, sehr gut abends. Ich habe meine schlechteste Arbeitszeit ist so Mittag rum, so nach 1, nach 2, 3, 4. Da bin ich immer super fertig irgendwie. Es ist keine gute Zeit für mich, um zu arbeiten. Deswegen mache ich das lieber morgens und abends tatsächlich. Und dann geht es halt jetzt gleich um 12 pennen. Wie gesagt, noch 20 Minuten meditieren, einfach um den Tag genauso abzuschließen, wie ich ihn angefangen habe, nämlich mit Ruhe, ja, um so ein bisschen körperlich runterzukommen, um so ein bisschen gedanklich runterzukommen. Und genau, so sieht ein ja, fast klassischer Tag bei mir aus. Ich freue mich, dass du mich hier begleitet hast auf diesem sehr besonderen Video. Gib mir mal in den Kommentaren Feedback, wie du das fandest, wie du so ein Format allgemein fandest, ob du sowas Vlog-mäßiges vielleicht auch in Zukunft spannend findest oder ob du gar keinen Bock drauf hast, gib mir da mal Kommentare oder Feedback in die Kommentare. Neben mir kannst du den Channel abonnieren, das kennst du schon. Unter mir kannst du dich momentan für ein Coaching, für meine Wintercoachings bewerben. Da habe ich noch ein paar Plätze frei. Und unten rechts in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir noch ein geiles Wochenende. Ciao.